Damit hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja Leute, nach langer Zeit ist eigentlich mal wieder ein Video. Es tut mir echt leid, dass ich keins machen konnte. Lag einfach daran, dass ich auch viel für die Schule zu tun habe, weil jetzt stehen ja bald die Prüfungen an, die Abschlussprüfung, und da muss ich mich halt schon mal drauf vorbereiten. Bewerbung habe ich auch mittlerweile schon geschrieben. Ja Leute, ihr seht's, es hat sich deutlich was verändert an meiner Base. Ich habe auch deutlich mehr Macht, als das letzte Mal war. Ich weiß gar nicht, wie viel ich das letzte Mal hatte. Ich glaube, so um die 60.000 Macht oder sowas. Ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch, wie viel ich das letzte Mal hatte, aber ja, jetzt wollte ich eigentlich mal wieder ein Video machen, weil ich hatte einfach kaum Lust auch noch, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich die Lust verloren. Aber da jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Lust, ein paar mehr Videos zu drehen. Und ja, ihr seht's, meine Base hat sich deutlich mehr verändert. Ich habe auch deutlich mehr Helden bekommen. Hier, oh, guckt euch mal diesen schönen Giganten hier an. Anubis, das ist jetzt auch Evo. Das heißt auch, ich habe ihn gestern Evo gemacht. Nee, Quatsch, vorgestern habe ich ihn Evo gemacht. Und habe ihn am 15.08. gezogen. Ich kann euch ja mal erzählen, wie ich ihn gezogen habe. Ich habe ihn gezogen, als meine Schwester Konfirmation, sage ich schon, hatte, Einschulung hatte. Und da kamen halt so ein paar Kaffee trinken, also so 10 Leute kamen Kaffee trinken, ist halt normal, ne, bei Einschulung. Und dann habe ich mir so gedacht, ich hatte so ein bisschen Langeweile, hole ich mir mein Handy runter und roll mal vielleicht mal ein Gratis-Hol, aber ich hatte Gratis-Hol. Und dann kam auf einmal Anubis, ganz auf einmal, das war ganz plötzlich, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, ich habe einfach ganz normal drauf geklickt, habe fast gar nicht hingeguckt, aber dann habe ich gesehen, Anubis, und dann, ich war außer sich. Also ich habe meine Freude so ein bisschen weggemacht, weil das wär halt ein bisschen komisch gewesen, wenn ich wenig vor allen Leuten da so komische Faxen gemacht hätte. Aber auf jeden Fall habe ich mich wirklich gefreut, innerlich habe ich mich gefreut, und jetzt ist er mittlerweile Evo, hat als Stadttalent einen Steinhaut bekommen, und meine Pets haben sich auch dadurch verändert, wie ihr seht. Ich habe auch schon viel auf 20, kann ich euch mal hier kurz zeigen. Auf meinem Pet Center, ja, die Angie ist mittlerweile Level 10, der Julefant Level 9. Und hier hat sie echt eine Gigaboom mittlerweile auch Level 8, Schnorra Lord Level 5. Und hier habe ich auch schon einige 20er. Aber ich muss halt noch die Fähigkeit von den jeweiligen Pets verbessern. Sorry, dass meine Schwester gerade meine Mutter reinspricht. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu übertönen. Ja, also Draco, Aurea, Phoenix sind alle hier mittlerweile auf 20. Höllenballons, den benutze ich aktiv. Den Bablo auch. Also der ist halt für Kürbis ganz gut, ne, weil er ja auch die Angriffsgeschwindigkeit so ein bisschen erhöht. Und hier habe ich halt ein paar 19er Helden. Aber die kriegt man auch nicht so häufig, besonders den Avia, der ist irgendwie voll selten, keine Ahnung. Obwohl er eigentlich gar nicht so gut ist. Ja, die Gruppe von Schlosskonflikt. Ja, hier ist nochmal die Unterstützung. Hier kann ich nochmal ein paar Helden, also andere Helden nochmal auswählen. Und hier bei Compendium. Ja, hat sich auf jeden Fall schon viel getan. Level 20. Mal gucken, wenn ich meinen ersten Level 21er Helden habe, aber das dauert halt noch. Ein 21er Pet. Das dauert halt noch ewig. Obwohl, nee, gar nicht. Das hier könnte, also der Draco könnte vielleicht schon bald auf Level 21 sein. Dann kriege ich halt nochmal eine Belohnung, glaube ich nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo kann ich denn die Belohnung hier finden. Jetzt auch schon viel mit 3 Sternen. Ja, hier diese. Die Experten-Dungeons, da brauche ich halt noch ein bisschen lange, weil ich glaube, ich habe letztens mal den Dungeon probiert, aber ich habe das nicht hinbekommen, weil es einfach noch viel zu schwer ist. Ich schalte 4 Artefakte frei. Ja, einen brauche ich jetzt noch. Absolviere AB. Oh Gott, nee. Nee, so weit bin ich noch nicht. Ich bin erst bei Welle S4. Weiter habe ich es nicht geschafft. Ja, hier Level 21 und halt der 2 legendäre Eier. Ja. Also ist, denke ich mal, nicht schlecht, und wir können auch mal also irgendwas verbessern. Ich würde sogar sagen, wir machen hier mal einen Bogiturm. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht. Und mein Papa ist jetzt da. Ja, Leute, so sieht im Moment meine Base aus. Und jetzt kommen wir mal zu den Helden. Also es hat sich mittlerweile schon viel getan. Mein Kürbis ist 7 von 8. Ich weiß nicht, ob ihr das schon. Nee, das habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Ich werde einfach nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was für Helden ich habe, mit welchen Talenten. Ja, Rudolf, wie gesagt, Bollwerk, denke mal von Anfang an ganz okay, ich habe nichts Besseres bekommen. 4er-Kriegsgott habe ich erstmal hier auf die Lady Boom gemacht. Das ist, denke ich mal, von Anfang nicht schlecht. Hoffe mal, dass ich nochmal 5er bekomme. Dann würde ich es aber dann direkt auf ihm hier tun, weil dann ist er damit eigentlich, ja, da können alle einpacken, weil jetzt ist er schon krank.
obwohl er einfach evolviert ist. Und er hat gerade mal Steinhaut als, ja, als Talent, und ich habe ihn einfach in LD als Rune gegeben, weil er einfach sich dann viel mehr heilt, wenn dann Eros und Kürbis dann pockt, dann steht er deutlich schneller, und dadurch kann er sich halt viel mehr heilen. Und mittlerweile ist er auch Level 85, aber bis er Level 100 ist, das dauert auf jeden Fall noch. Und ja, das wird, denke ich mal, keine Ahnung, auf jeden Fall noch ein paar Monate. Ja, Michael, habt ihr, denke ich mal, schon gesehen, 7 von 8. Ach, übrigens, Anubis und so die sind alle schon Level 7 von 10, also 7 von 10, 8 von 10, 7 von 10, 7, 5 von 10, 7, 8, 7, 6. Also eigentlich schon alle re relativ weit, und hier Eros mittlerweile 3er erquicken. Ich habe versucht, was Besseres zu bekommen. Aber ich hab damals einen richtig großen Fehler gemacht. Ich habe aus der 5er Talentbox hier 5er erquicken bekommen. Und dann habe ich es auf Aries gemacht, weil mir hat einer aus der Schusskonfliktgruppe geschrieben, dass ich das auf Aries tun soll und nicht, also lieber auf Aries. Aber bei Eros ist es halt so, wenn der halt sofort pockt, dann wird ja sofort der Angriff bei den ganzen, bei den Helden erhöht. Und dann ist Ende im Gelände, besonders bei Anubis, wenn der, ja, den Angriff erhöht. Ja, und hier mittlerweile halt mein LD, mittlerweile hat mein Kapitän Weißbart ein LD. Ist eigentlich ganz okay, vor allem fürs Verteidigen ist das gar nicht mal so schlecht, weil der sich dadurch immer mehr heilt. Würde vielleicht hier auf den Rocknoten mehr Sinn machen. Ich habe ja hier ein LD. Lol, ich kann es verbessern. Lol, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich ihm auch mal. Ja. Warte, was jetzt machen? Warte. So, jetzt gehen wir mal hier auf Kombinieren und dann gehen wir mal hier auf Level 2. So, das ist hier Level 2, das ist auch nicht schlecht. Ja, es passt soweit. Ja, Rukno, Level 81, 7 von 10, hatte 4er Steinhaut. Ich weiß nicht, soll ich als Talent ein Steinhaut oder ein LD machen? Aber Kriegsgott ist definitiv auch gut und vor allem Bollwerk, aber ich weiß halt nicht, ob ich das mal tun soll. Ja, also sonst, so sehen meine Helden aus, hat sich jetzt nicht so viel getan. Ich weiß gar nicht, wie es im letzten Video aussah. Aber von den Leveln her hat sich deutlich mehr getan. Wie gesagt, und du bist ihr, wo habt ihr noch gar nicht gesehen, jetzt hätte ich euch mal zeigen sollen. Warum habe ich mittlerweile auch mit einem 4er Wiederbelebens, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht, weil er sich dann halt mal da wiederbelebt und dann kann er andere wieder, also auch wieder wiederbeleben. Ja, sonst, Santa habe ich übrigens auch gerollt, ich habe ihn aber auch noch gar nicht benutzt, weil ich weiß gar nicht, wo ich ihn benutzen soll, weil ich habe so viele Helden und ich weiß halt nicht, wo ich die, also er hat einen 5er Flammenwache, habe ich aus einer Dings bekommen, aus einer Talentruhe. Ja, und sonst, von den Talenten her, es ist eigentlich ganz okay, also wenn ich hier so mal gucke, 2er Quicken, 3er Streuung, 4er, 5er, ich gehe mal hier so durch, 4er, 5er, also ich doch relativ viele 3er und 4er Talente. Kaum Einser-Talente. Ich habe eigentlich fast, okay, so sagen wir mal so 4, 5 Stück oder so habe ich noch. Aber es geht ja noch, also von daher. Ja, Leute, ich wollte jetzt mal ein kurzes Video machen, wie meine Helden aussehen. Also wie gesagt, hat sich sehr viel getan. Leute, schreibt mir mal in die Base, wie ihr die Base findet. Ich finde, die Base ist eigentlich ganz okay. Wir haben kaum Leute, ups, sorry, wir haben wenige Leute hier mich besiegen können. Es sollte vielleicht die Base mal so bauen, dass die Helden ein bisschen weiter verteilt sind, sodass die vielleicht so die Ecken auch mal ein bisschen so anvisieren und nicht die ganze Zeit da so in der Mitte, weil da können die Helden ja ungetrost Prozente holen. Ja, wir können auch mal hier kurz auf die Ausrüstung gehen, weil ich bei Anubis will ich die aufleveln. Es geht mir nicht, hier noch dieses Verbessern, wenn ich dieses, wenn ich diesen Gegenstand benutze. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Aus dem Kopf. Hier. Gegenstand von. Okay, Verbesserungsstein. Zur Verbesserung von Ausrüstung. Den brauche ich halt noch. Und dann kann ich die Ausrüstung dann verbessern. Dann wird er halt nochmal ein bisschen mehr Leben haben, als er eigentlich sowieso schon hat. Er hätte mittlerweile 100, 6.700 Leben plus 71.000. Heißt also, ja, 168.000, und beim Schaden kann man auch nicht meckern auf jeden Fall. Das sind 8.600 Schaden, nein, 8.700 Schaden. Also das ist definitiv nicht schlecht. Ich habe ihm als Artefakte an die Axt des Krieges gegeben, weil es eigentlich nicht schlecht ist, weil er die Krit hatte nochmal erhöht und eine 30-prozentige Chance hat, dann halt seinen Angriff nochmal zu erhöhen, wenn er dann nochmal Kriegsgott dazu hat.
Dann hat er noch mal ein bisschen mehr Schaden, den er austeilt. Ja, und hier noch mal so ein bisschen die Leben, den Schaden, den er dazu bekommen hat. Und das wird sich denn, das kann man ja erhöhen, wenn man hier auf Aufleveln geht. Da muss man halt, ja, hier habe ich das ja schon frei. Und dann muss ich halt jetzt noch hier diesen Verbesserungsstein bräuchte ich jetzt halt noch. Und dann kann ich ihn dann auch schon hochleveln. So, ich muss jetzt mal auch kurz auf Pause machen, bis gleich. So, ich bin wieder da. Übrigens, ich habe euch noch gar nicht die neue Heldin gezeigt. Es gibt nämlich jetzt eine neue Heldin, die heißt Mactessa. Und die, und Skeletica auch noch übrigens. Mactessa kann man mit Edelsteinen erwerben. Und so sieht sie Evo aus. Und vom Schaden her und vom Leben her geht das eigentlich auch voll klar. Ja, und hier sind nochmal die Stats. Also, sie hat halt. Sie limitiert den erhaltenen Schaden. Und auf 18.000 pro Schlag. Und wenn sie halt noch mehr. Also, wenn sie halt auf Level 10 ist, dann 2.000 pro Schlag ist auch nicht schlecht. Und sie erhöht halt noch den Angriff. Die Angriffsgeschwindigkeit. Sie feuert halt bei jedem Angriff eine mechanische Faust aus. Meine Fresse. Die gegnerischen Einheiten und Gebäuden im Umkreis jeweils 270% Angriff zufügt. Das ist definitiv nicht schlecht, also ich kann das halt nicht machen, wenn sie halt um Mauern umgeben ist. Aber okay, ich denke mal, das geht auch trotzdem klar. Skeletica ist eigentlich so ziemlich der Ficker, weil er hat einen Schild, den er einsetzt und dadurch er entfernt die Buffs von allen und somit ja, ist er eigentlich so gut wie unzerstörbar. Führt allen Zielen im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, genau. Im Zielgebiet 420% Angriff zu, plus 40.000 fester Schaden. Und entfernt deren Buffs. Fester Schaden kann nicht durch prozentual schadensreduzierende Buffs oder Fähigkeiten verhindert bzw. abgeschwächt werden. Stellt EP in Höhe von 35% des durch diese Fähigkeit ausgeteilten Schadens wieder her. Alter. Skeletica wird 3,5 Sekunden lang immun gegen Kummer und Furcht. Das ist also energieentziehende Effekte und reguläre Angriffe. Oh Gott. Hat schnelle Energieerholung. Ach du Scheiße, Alter. Also, wenn ich den bekomme, wie gesagt, den Drachen kann man wie immer nur in offiziellen Events bekommen. Ja, und ich teste halt hier mit Edelstein. Ich würd sagen, wir rollen mal einen Helden, weil ich will mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Und krieg nochmal legendär, nee, ein Zyklopen wie immer, aber ich krieg immer mittlerweile einen Zyklopen. Hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ich bin eigentlich immer, ja. Und hier sieht es mittlerweile bei meinen Helden aus, die ich hier so lager. Michael, Trakax habe ich gestern gerollt. Also eigentlich hat sich jetzt nicht so viel getan. Ein paar Helden sind schon dazugekommen, aber sonst eigentlich nicht viel. Leute, ich würde sogar sagen, das war's. Vielleicht können wir ja mal hier was machen. Vielleicht wollte ich jetzt mal hier gucken. Das sind 26 Stück. Ich würde sagen, ich kaufe mal 24 davon. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel in den Anubis reinpasst. Weil viel fehlt ja auch nicht mehr. Dann ist er Level 8 von 10. Und das ist ja, denke ich mal, auch nicht schlecht. Also 100.000 dann nur noch. Und dann ist er fertig. Ich kann ja mal kurz in meiner Gilde nochmal nachschauen. Ja, hier war noch nichts. Gildenkrieg. Ach, hier. Na genau. Ihre habe ich vergessen einzusammeln. Ja. Also hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir sind eigentlich noch relativ gut. Was heißt noch? Wir sind gut. Und werden das auch immer sein. Wir sind ein super Team. Ja, und das sind auf jeden Fall meine Helden. Weil ich würde sogar sagen, das war's. Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich, ich habe alles bis jetzt aufgezählt. Hier wollte ich nichts machen. Ja, vielleicht. Aber ich denke mal, es wird noch dauern, bis ich meine nächste Evo machen kann. Aber die Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche von diesen Helden soll ich evolvieren. Also ich bin eigentlich eher der Meinung, dass ich Michael mache. Dann hat er einfach noch deutlich mehr Leben. Aber ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich hätte Anubis nicht direkt ab 185 upgraden sollen, weil hätte ich ihn bei 200 upgradet, dann hätte ich jetzt 263 Bücher. Okay, die hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ich hätte wahrscheinlich so 250 noch. Und davon hätte ich 100 verkauft. Und die hätte ich dann also ja, hätte ich dann um die 1,2 Millionen hätte ich bekommen und dann hätte ich ihn hier evolvieren können, ihn hier und dann vielleicht noch, keine Ahnung, Lady Boom oder so, aber ich bin natürlich zu blöd und ja, mache ihn schon direkt ab 185 Evo, was war das ist halt natürlich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber ich brauche Edelsteine, weil ich keine 5 Millionen Gold lagern kann, nicht mal ansatzweise, ich habe 2 Millionen gerade mal.
Aber okay, höher geht's nicht, ne? Weil mein Rathaus ist ja auch gerade mal Level 14. Ich hab mit Rathaus Level 14 einen Evo-Helden und sechs Heldenbasen. Also das ist, glaube ich, echt schon komisch irgendwie. Naja, würde sogar sagen, Leute, das war's. Dem Video, haut da rein und lasst auf jeden Fall mal ein Like auf diesem Kanal da. Würde mich freuen und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao. When we put in